Our victory is near.
Victory is ours. Victory is close. War jetzt keine so dolle Performance, aber vier Runden haben wir noch. Wackel, wackel.
Our victory is near. Kletta.
Gewitterdings, moin. Black, moin. Ja, echt schöne Karten. Selber schuld, wenn du RB spielst. Dem Ortsbeirat, was ist das denn? Nee, danke für den Follow. Möchte aber gleich hinzufügen, ich spiele nicht so oft War Thunder. Einmal am Tag. Höchstens. Na komm. Was ist denn mit meinem Hut? Das ist ja meinem Hut. How? Das musst du mir erklären. Guck mal, ich spiele seit es rauskommt und bin Rang 98. Okay. Das ist natürlich recht, aber soll ich das jetzt ausschalten nach 100 Jahren? Warum sollte ich das ausschalten? Also ich spiele tatsächlich gerne ganz ohne HUD in Spielen, wo sowas möglich ist. Yay! Vielen Dank. Ja. Mach ich auch ganz gern. Wobei, hier gehe ich mit der raus. Lande schnell. Normal werde ich ja völlig verteufelt dafür, dass ich Arcade spiele. Spielst du vielleicht auch mal RB? Nö, schade, tschö. Halt so schön hier mit den Airbrakes. Also zum Beispiel steht auch immer Instructor noch drin. Warum der Instructor da steht, also funktionieren tut er nicht. Das würde ich mir verbieten. Oder verbieten. Aber wenn er halt eben ausgeschaltet ist, es scheint ausgegraut. Aber warum steht er überhaupt da? Verstehe ich nicht.
Ein Treffer, ey. Nein. Ich verlasse mich halt immer so geil auf die Flak da hinten drauf. Da ist jemand ganz hinten rumgeflogen, den hat glaube ich keiner gesehen. Der versucht auf jeden Fall auf A zu kommen. Das ist dieser Old Fox. Egal, ich versuche mal zu landen. Dann nicht. Oh, jetzt sind es auch noch mehr als gerade, ey. Da fliegen welche zusammen. Diese großer Typen. Genau die. Ja, ich wusste es doch. Ich versuch's nochmal. Nein, ich versuch's nicht. Die pushen ganz schön. Der versucht hinten auf B zu gehen. Sehr gut. Oh la la. Hat er das geschafft da hinten? Nee.
Nein. Oh nein. Ja klar, gefundenes Fressen. Warum landet denn keiner, ey? Als könnten die alle nicht landen. Mann. Oh. Genauso heiser wie ich gestern nach Twitch sings. So, ich hab nichts mehr. Ich habe gar nichts mehr. Schön hier, ne? Sizilien, glaube ich. Oder Sardinien. Kleines Haus am See. Schön abends nach der Feldarbeit noch ein bisschen runter an den Strand. Und den Spacken da oben zugucken, wie sie sich gegenseitig wegballern. Man müsste nur über den Hügel rüber. Dann hat man eine gute Sicht auf alle drei Flugplätze. Sauber drunter durch. Also irgendwie, viele haben keinen Bock zu landen, machen überhaupt keine Anstrengung. Und ich verstehe nie, warum. Warum nicht? Wo denn kommt einer runter? Genau hinter dem C, die Yeah. Und keiner hindert ihn daran. Wow. Jetzt versägt. Und die anderen versuchen es gar nicht erst. Guck dir das an. Why?
verlieren gleich. Der Russe kommt. Ja, die haben nichts zu befürchten. Warum landet da keiner? Ja, sag ich doch. Und jetzt? Alter. Ja, sicher. Alles Idioten. Ja, noch ein Abschuss. Ja, ist doch egal, ob man verliert. Kann ich mich auch so herrlich aufregen? Ich fahre ja kein Auto. Weißt du? Pass doch auf, hast du nicht geblinkt? Blink mal! Und so. Keine Ahnung, ich kann das nicht mal nachmachen. Aber da finde ich dann hier halt die virtuelle Entsprechung, wo ich mich dann künstlich aufregen kann. Ich spiele schon ewig so, ich researche von oben nach unten. Egal was, kommen neue Sachen rein. Gehe ich halt wieder runter auf das Level. Flieg auf der, auf dem Level. Bei den Engländern bin ich ganz nah dran an einem Jet, dem allerersten Ben. Aber wie gesagt, ich spiele seit es rausgekommen ist. Aber wirklich nur so for fun. Weg. Nee, ne? Und irgendwie da hinten ein Flugplatz. Bin ich da an irgendeinen Ast gekommen? Geht nicht, Black. Guck dir mal den... What? Jetzt wird's aber läppsch. Jetzt wird's aber läppsch. Keiner beachtet die Missionsziele.
Keiner beachtet die Missionsziele. Guck mal, wie weit die weg sind. Oh ne, nicht wieder die Spinner. Ich gehe auf die Tanks. Dreh um. Es sind noch mehr Tanks. Oh. Ich hasse diese Grosas, echt. Was sind das für Typen? Aha. War schon ganz stolz, dass ich mal irgendwas treffe mit 1000 Kilo Bomben. Einen getroffen, ey. Der wollte mich rammen, der Sack. Das war ein Ami. Franzose in einem Ami-Flieger. Nee. Ein Franzose in einem Franzosenflieger. Oder in einem Ami-Flieger. Der da. Den hole ich mir. Wenn die so weit über dir sind, dann musst du halt gucken, wie schnell du bist und ob du da noch hochkommst. Aber hier die F4.
Wen habe ich denn da mehr dran? Russen mache ich gleich auch nochmal. Eine Runde. Eine Runde Russen. Frag mich, was sie alle da oben machen. Naja, okay. Schade. Komme ich nicht hin. Ein Scheißer. Oh nee, ne. Das ist ein Spitfire, Alter.
Jetzt. Besser hinter dem Propeller. Ist ja krass. Habe ich auch noch nie gemerkt. Er lebt immer noch. Motor weg. Ich glaube, ich bin der Einzige, der irgendwelche Bodenziele abgeschossen hat. Haben einfach krasseste Knarren und Motoren und Designs. Eine Mission noch. Mit dem. Engine Injection, das war so ein Ding, das wurde irgendwann mal hinzugefügt. Black, du spielst doch World of Tanks, oder? Auch? War da nicht was? Oder gar nichts in dem Stil? So, jetzt hier auf Level, was habe ich hier, Battle Rating 5, da könnten sich auch schon ein paar Russen, ein paar Jets bewegen. Finde ich dann immer voll unfair.
Irgendwann zwischenzeitlich, das war, glaube ich, eines der ersten Streams, den ich probiert habe. Bei Twitch, da habe ich das Binford-Logo auf diverse Flieger draufgeknallt. Man kann die Skins alle bearbeiten. Allerdings sieht man das dann nur selber. Die anderen sehen den normalen Skin. Aber gerade für den Stream fand ich das eigentlich sehr interessant. Müsste ich mich mal wieder dran setzen. Da hast du dann so eine Grafikdatei, sieht aus wie die Vorlage für irgendeinen Modellbau. Ist halt zweidimensional. Und wird dann irgendwie komplett um das Flugzeug rum gepackt. Und diese Skins, die kannst du dann halt bearbeiten. Good luck, fun alle. Da ist das nicht ein Jet? Oder vielleicht auch nicht? Ich kenne mich gar nicht aus. Hier ist wieder einer, Jahrgang 88. Nee, war doch kein Chat.
Überhaupt nicht aufgepasst, was herumflog. Die haben den immer noch nicht heruntergeholt. Super. Ich habe den immer noch nicht darunter geholt. Gibt's ja gar nicht.
Die Schützengräben müssen immer weg, weil unsere Art die trifft die nicht so gut. Kann man sehen, wie die da immer drüber schießen. Alter. Drei Sekunden nachladen. Wir haben gewonnen, Igor. Lass uns nach Hause fliegen. Zehnter, Alter. Darius, mein. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Hier muss ich halt noch machen. So, ich habe meine täglichen Missionen hier abgerissen. Ich würde jetzt, oh, das ist eine neue Map.
kenne ich noch gar nicht. Hier brauche ich noch 4 Crewpunkte für weiter gucken. Bit fast. Ja, ich denke mal, das waren die 4 Punkte. Okay. Russland. I suppose. Dann gehe ich direkt noch mal runter. Eieieiei. Eieieiei. Na komm. Ja. Kann nichts machen. Der bremst nicht. Wird auch nicht repariert. Oder? Ah doch. Mal gerade noch so. Knall den ab, knall den ab, knall den ab, knall den ab, knall den ab. Thank you very much. Ich komme da hier nicht nochmal an den Start, oder? Na, dann kommt schon der nächste. Ja, Bibel, die Sau. Schickt er jetzt rüber, eiskalt. Im Schutz der Wolken. Viel zu schnell. Uhaha.
oder so. Rück ihn da runter. Ha. Nur erwischt. So, die haben nichts mehr da unten. Was? So, 8 Zuschauer. Hallo nochmal. Und letzte Runde und ihr dürft aussuchen, ob ich mit dem Panzer oder mit dem Schiff war. So bin ich zu euch. Panzer oder Schiff? Ja, Panzer oder Schiff? Natürlich mit den Deutschen. Viel anbieten kann ich dann nicht. Schiff. Ein Bismarck. Das hier ist mein Boot. Das hier sind die Schiffe. Ich glaube, leichte Kreuzer Emden, Köln und Nürnberg sind die bisherigen höchsten. Also die Klasse ist bisher die höchste, die hier angeboten wird. Und das Problem ist halt, man hat hier in dem Spiel hat man Crew-Punkte. 99 Crew-Punkte. Die aber eben auf alle Streitkräfte, Flugzeug, Panzer, Schiff, Hubschrauber gleich verteilt werden. Das heißt, ich decke die alle in die Flieger rein und hier meine, wie heißen sie? Also Tanks und Schiffe sind halt überhaupt nicht erforscht oder gepusht, geskillt. Maschinenraum, Ausguck,
Die sind alle überhaupt nicht gepusht. Ich spare mir die immer alle für die Flieger auf. Aktuell habe ich drei Schiffe, Boote. Und ja, gucken wir mal, wie das aussieht. Da würde es sich im Grunde eher lohnen, und für die Tanks habe ich das auch gemacht, nämlich weitere Accounts eröffnen, die dann einfach nur Panzer oder nur Schiff oder sowas fahren. Und eben auch entsprechend Crewpunkte und sowas dann erhalten. So, das ist mein Bötchen in Action. Kollege Erdschleim. Ich finde es sehr schön gemacht. Ich kenne allerdings auch World of Warships, heißt es, glaube ich. Das kenne ich nicht. Darum weiß ich nicht, wie das da aussieht. Oh Mann, das ist immer das Tollste, von irgendeinem anonymen Spieler abgeknallt zu werden. Mein nächstes Schiff. Ja. Und man hat nur drei Schiffe oder Panzer zur Verfügung pro Runde. Alter, was ist das denn für ein Teil? Hinter dem verstecke ich mich jetzt. Teamwork. Oh. Ja, okay, ist natürlich auch leichter zu treffen, das Ding, ne?
Alter. Der hat aber auch geübt, oder? Was für ein Teil, ey. Japaner. Womit schießt der denn da? Type 5? Auch ein Japaner. Da ist schon eine fettere Kanone vorne drauf. Sieht aus wie so ein Fischkutter, den man umgebaut hat. Wir nehmen das ein, wir nehmen unseres ein. Und die nehmen ihres wieder ein. Oh, ist dir auch so warm? Euch? Mir, ja. Immer zu kurz, Junge. In die... Alter. Ist das nicht gesehen? Wieder über die Insel rüber knallt. Ja, Mann. Oh, der fährt mit Elektro. Und
Nice. Guck mal nach vorne. Nice. Verstehe ich nicht, was macht der hier? Offensichtlich auf den Bomber zielen, aber warum gibt er kein Gas? Warum fährt er nicht zu B? Warum nimmt er nicht ein? Fragen über Fragen. Ja, of course. Of course we did. Also nicht so ganz mein Metier. Wie gesagt, da habe ich mich noch nie so reingekniet. Die Crews sind nicht erforscht. Das heißt, meine Gunner, wenn ich dann am welche habe, die machen auch nicht viel. Aber so zum Abschluss immer mal gerne. Eine Runde. So, und apropos Abschluss. Damit schließen wir es ab. Ich danke fürs Zuschauen. 5, 6, 7 Zuschauer hier bei War Thunders. Echt selten. Für mich. Meist guckt da gar keiner rein. Aber ich spiel's ganz gern. Täglich bekommt man irgendwie so ein Missionspaket hier mit Boostern für RP, also Research Points oder Silver Lions. Die spiele ich dann ab, 5, 10, vielleicht sogar mal 20 Runden. Und dann bin ich aber auch wieder raus und mache das übliche Gedöns. Therefore, danke fürs Zuschauen, Gewitterdings, danke für den Follow und ihr bekommt ja dann Bescheid, wenn ich mal wieder hier unterwegs bin. Und schön, dass jemand Arkane nicht so ganz verurteilt. Ja, bis dahin, noch einen schönen Tag, vielleicht bis gleich, mal gucken, was ich gleich mache. Vielleicht eine Kugel in 7 Days.
Ich glaube, ich mache eine Kugel in 7 Days. Bis dahin. Bye bye.